Ja, in der Erstphase war es natürlich spannend, weil sehr viele Tätigkeiten parallel zusammengekommen sind. Das heißt, wir haben einen Innenangriff mit einem Strahlrohr innen gemacht und wir haben außen zwei Rohre vorgenommen, dass der Brand sich nicht in die Wohnungen über außen ausbreiten kann und die Person am Fenster, die wir mit der Drehleiter gerettet haben. Der Brand war ja in einem größeren Bereich von dem Betrieb und darum haben wir innen und außen eine Brandbekämpfung durchgeführt. Außen haben wir dann eingestellt und innen fertig soweit einmal abgelöscht. Zusätzlich ist alarmiert gewesen die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg, die kurz nach der Berufsfeuerwehr eingetroffen ist, die dann ebenfalls bei den Tätigkeiten unterstützt hat.